Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, sind es nur noch zwei. Okay, es sind drei Planeten, gut. Drei Systeme. Na gut, ist ja auf drei Planeten. So, das schaffen wir in diesem Part. Und dann könnten wir theoretisch auch noch mit den Separatisten möglicherweise anfangen. Ich habe kein Geld. Ich habe genug Geld. So, dort vorne sehe ich auch noch eine freie Basis. Die bebaue ich auch gleich mal. Ich brauche die Torpedos am besten. So, es sieht auf jeden Fall nicht danach aus, als ob hier irgendwo was Goldenes ist, aber ich teste, also ich suche trotzdem mal kurz. Ja doch, da vorne ist eine goldene Kaserne. Hier ist nichts. Da habe ich Ventress gerade überfahren. So. Zerstört. Die Kanone ist nicht Gold. Nein, das weiter. So weit war ich davon nun auch nicht entfernt. So. Okay, und der Schildgenerator da vorne ist noch aus Gold. Und Ventress und dieser eine Droide, die sind gerade auf einer ganz anderen Seite der Map. Ah, einer davon läuft gerade in meine Richtung. So, und hier unten müsste, glaube ich, eine Basis sein. Und vielleicht fahre ich doch lieber mit dem Panzer rum. Damit kann ich dann gleich mehr Teile mitnehmen. Mehr Torpedos. Na gut, brauche ich eigentlich gar nicht drauf schießen. Ja, du kannst wieder weggehen. Eins noch, oh verdammt. Ja toll, jetzt. Nein, falsche Richtung. So, da ist zu... Ey, hallo? Dann hau halt damit ab. So, Torpedos. Warum kann so ein Speeder nur ein Torpedo mitnehmen? Und dann auch noch verfehlen. So, immerhin etwas. Dankeschön. Noch ein Torpedo mitnehmen.
Ach, das ist doch nicht. Das ist doch kein Droide. Das ist so irgend. Das ist dieser Typ. Von dem ich den Namen gerade nicht weiß. Einen Moment kurz. Okay, so. Okay, ist immerhin auf das Richtige gegangen. Und es geht auf die Kanone. So, dann nochmal ein Torpedo für das hier unten und dann baue ich in der Mitte nochmal ein Torpedo, so ein Torpedoteil auf. Und zwar genau hier. Warum rollt der Speeder immer so weit weg? So, dann nehme ich das hier einmal, zerstört das dort vorne. Da bringt der, deren Strahlenschild auch nichts. Ach, natürlich. So. Okay, eine Sache muss ich kurz mal machen. So. Okay, da vorne ist so ein Teil, so ein Schildgenerator nochmal, der letzte. Und da ist mein geklauter Panzer. Der wusste einfach schon, dass ich sagen wollte, dass er stehen bleiben soll. Und Torpedo. Der letzte, den ich bauen kann. So, das geht auf das linke. Jetzt ist mir der Panzer auch noch fast da in den Torpedo reingefahren. So, immerhin geschafft. Die Republik gewinnt. So, einmal alles überspringen. 86 goldene Steine und weiter. Gab es hier am Anfang jetzt etwas zu lesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Hab ich das übersprungen? Das teste ich nochmal kurz. Das habe ich übersprungen. Christophsis. Kristallstadt unter Beschuss. Wormlothsoms Angriff auf Christophsis muss gestoppt werden. Das Schicksal der Galaxis hängt in der Schwebe. Also werden Anakin Skywalker und seine mutige Padawan Ahsoka entsandt, um die Separatistenbasen zum Wohl der Republik zu zerstören. So. Gelesen. Ja, da habe ich wohl nicht nachgedacht, als ich das gestartet habe. Wo ist denn das? Hier unten. Tatooine oder unten links ist nochmal Coruscant.
Ich nehme den Panzer. Tatooine. Schlacht auf Tatooine. Während Graf Dooku eine fürchterliche Armee von Droiden zusammenstellt, bemühen sich Anakin und Ahsoka ihre eigene Festung zu sichern. Verzweifelt kämpfen sie um die Gelegenheit, eine Rettungskapsel zu bauen, die ihre Flucht ermöglicht. So unnötig, dass ich jetzt den Panzer genommen habe. Okay, ich sehe drei freie Basen. Und ich starte ja, glaube ich, schon mal nicht am Anfang, nein. Naja. Bildprobleme. So. Dann baue ich kurz ein AT-RT. Und dann nehme ich diese Basis hier unten ein, wo nur ein Teil draufsteht. Wehe, das ist aus Gold. Okay, immerhin. Ist es das nicht? So, Blasterklone. Hier vorne stehen zwar zwei Sachen drauf, aber ich nehme die Basis dennoch ein. Hallo, Dooku. So, dann habe ich gleich zwei Basen hier noch. Dann werden wir zu der zu den freien Basen gehen, fahren. Die zwei oben rechts und unten rechts. Und dann muss noch mehr eingenommen werden. Das ist mir jetzt egal, wo das drauf geht. So. Torpedos. Und dann, ich glaube, ich habe ja jetzt schon alles. Dann steht mir das ja im Weg. Na gut, dann baue ich das halt kurz hier. Dooku. Anakin versus Count Dooku. Ist doch wohl. Oder Graf Dooku halt. Ist doch egal. Ist doch klar, wer gewinnt. So, Rettungskapsel. Und rein da. Ey, nein. Ja, ein bisschen zu langsam. So, die Republik hat gewonnen. Bodenkampf freigeschaltet. So, dann Coruscant. Der letzte fürs erste. Der letzte Schlachten oder Bodenkampf der Republik fürs Erste. Coruscant. Invasion auf Coruscant. Graf Dooku und General Grievous haben eine totale Invasion auf Coruscant. Die majestätische im Herzen der galaktischen Regierung eingeleitet. Mit der Hauptstadt in Gefahr liegt nun die Zukunft der Republik in den Händen von Meister Yoda und Mace Windu. Hätte ich mal den Panzer genommen. Gut, dann werde ich hier einmal anfangen, schnell, bevor das Angriff ist. Das ist schon da. Das ist schon da. Nein, jetzt schießt er aber trotzdem da drauf und nicht auf den Spinnendroiden. So.
Dann einmal das hier zerstören. Weg da, Mace Windu. Ich muss durch. So. Ah, Grievous ist hier. Und der RX-200 Panzer. Nicht auf mir landen. Und so. Nein. So aber. Geh kaputt. Los. Da kann ich schon den Torpedogenerator bauen. Ja, kann ich. Immerhin haben die gerade nicht geschossen. Ich glaube, dann wäre der Panzer zerstört worden. So. Dann noch mal einen davon. Oh, der Schildgenerator dort vorne ist aus Gold. Großer Fehler. Ha. Hm. Ja, toll. Und hat der Kanone nicht mal Schaden gemacht. Oh, das ist auch so ein Torpedo-Generator. Oh, die kann ich mir sogar nehmen. Nein! Toll. Habe ich ja toll gemacht. So, beeil dich, Yoda, bevor der Panzer wieder wegfährt. Er steckt doch ein. Achso, ich kann ja noch nichts bauen. Gehört ja noch nicht mehr. So. Ja, danke schön, Panzer. Was soll das? Was machen denn die Klone da? Die laufen zu mir und fallen hin. So, dann der hier einmal. Okay, Grievous und Dooku laufen dort vorne rum. Und Mace Windu kommt auch noch angerannt.
Aber bis die alle hier sind, hat die Republik schon längst gewonnen. Gut. Aber Bodenkampf freigeschaltet, aber ich würde dann, denke ich mal, jetzt sagen, ich beende hier den Part und dann bis zum nächsten Mal. Oder doch, oh, Kanzler Palpatine freigeschaltet. Bin ich froh, dass ich noch aufnehme und noch nicht beendet habe. Neuer Charakter, Kanzler Palpatine. Was hat er denn? Oh, kein Lichtschwert. Er hat so einen kleinen Umhang. Und sonst nur einen Blaster. Naja. Gut, aber dann bis zum nächsten Mal.